Gott, liebe Schachfreunde. Wir kommen hier in Bath in England heute zur zweiten Begegnung der vierten Runde der Gruppe B zwischen Stefan Kindermann aus München und Vlastimil Hort aus der Tschechoslowakei oder, wenn Sie so wollen, aus Köln-Porz. Und sicherlich will Vlastimil Hort seine Auftaktniederlage gut machen. Er will heute sicherlich gewinnen, um auch den Anschluss zu halten. Und Stefan Kindermann seinerseits will seine Führung natürlich behaupten. Wir können uns also auf ein spannendes Gefecht gefasst machen. Stefan Kindermann eröffnet hier mit dem Königsbauern E2, E4 und Vlastimil Hort antwortet C7, C5, also wiederum ein Sizilianer, nur diesmal mit umgetauschten Vorzeichen. Nun kommt der erste Springer an die Front, Springer G1, F3 und da will es der Schwarze eben nicht nachstehen, ebenfalls Springer B8, C6. Und nun der typische Zentralvorstoß im Sizilianer, D2, D4, ja und das kann Schwarz einfach nicht so stehen lassen, er nimmt auf D4 weg. Und der Springer nimmt nun auf D4 wieder. Und da kommt schon der zweite Springer an die Front, Springer G8, F6. Ja, und auch hier der Springer greift jetzt den Bauern E4 an. Und da antwortet Weiß Springer B1, C3 und deckt gleichzeitig den Bauern E4. Nun D7, D6, um die Entwicklung fortzusetzen, dem Läufer C8 auch Ausschlupf zu gewähren. Und Läufer C1, G5. Also Stefan Kindermann ist durchaus auch aggressiv gesinnt in dieser Partie. Also er will sich gar nicht etwa vorsichtig und zurückhaltender nur so auf die Hinterpfoten stellen. Nein, er wählt den scharfen Rauserangriff im Sizilianer. Vlastimil Hort muss auf der Hut sein, spielt E7, E6, vorsichtig alle Einbruchspforten abzudecken. Und nun Dame D1, D2, die Dame entwickelt sich. Und A7, A6 nimmt den Springern, den Weißen, das Feld B5 allenfalls. Und jetzt die lange Rochade. Das zeigt, dass hier ein scharfes Spiel wohl zu werden verspricht, denn Rochaden auf entgegengesetzten Seiten zeigen immer an, beide Gegner wollen es wissen, beide wollen dem gegnerischen König baldmöglichst zu Leibe rücken. Nun Läufer C8, D7, setzt die Entwicklung fort und F2, E4, der scharfe Bauernvorstoß. Ja, wem das jetzt hier alles etwas zu schnell ging oder wer es nochmal zu Hause in Ruhe nachspielen möchte, der sei auf das Begleitbuch hingewiesen. Am Ende der Sendung findet sie einen Hinweis. Wir wollen aber jetzt schauen, was sich Vlastimil Hort mit Schwarz hier hat einfallen lassen. Ich werde jetzt in diese Stellung meine alte Geheimwaffe einsetzen, und zwar den Zug H7, H6. Diese Variante kenne ich schon seit vielen Jahren und eigentlich sie dient gut zu meinem Zweck, das heißt, ich muss unbedingt die Partie gewinnen, um noch die Chance auf den ersten Platz zu haben und ich gebe auch gleichzeitig meinem Gegner Chance, scharf zu spielen. Diese Variante hat natürlich schwache Stellen und ich muss lachen, weil ich erinnere mich an einen alten amerikanischen Film, wo steht, dass Nobody is perfect, H7, H6. Aha. Das ist ein ziemlich alter Zug in der Rauservariante der Sizilianischen. Was soll ich tun? Auf F6 wegzunehmen wäre momentan dumm, denn er würde mit der Dame zurückschlagen. Dann hätte ich meinen guten schwarzfälligen Läufer für nichts hergegeben. Ich möchte ihn dann auf F6 nehmen, wenn er mit dem Bauern zurücknehmen muss, und dann hätte er einen hässlichen Doppelbauern auf der F-Linie. Aber in dieser Situation ist es bestimmt besser, mit dem Läufer nach H4 zurückzugehen. So ist es. Er kennt sich gut und er nimmt natürlich meinen Springer, erwarte damit. Und jetzt habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten, Läufer F8, E7, das ist ziemlich passiv, oder B7, B5, sehr aktiv. Ich werde aktiv heute spielen und Optimist sein. Also, dann mache ich den anderen Zug, der mir schon viele Siege an internationaler Ebene brachte. B7, B5. Oh, sehr aggressiv. Oh, ich sehe, jetzt ist ein kleiner Unterschied in der Stellung, wenn ich nämlich jetzt auf F6 schlage, und er nimmt angenommen mit der Dame zurück, dann habe ich eine taktische Möglichkeit, die sehr interessant ist. Ich spiele E4, E5 und wenn er D6, E5 wegschlägt, kann ich meinen Springer D4 nach B5 abziehen und plötzlich hängt sein Läufer auf D7. Auf jeden Fall, das würde sehr gut für mich aussehen. Also müsste er wohl mit dem Bauern zurückschlagen auf F6, dann hätte er einen hässlichen Doppelbauern, den ich später ausnutzen kann. Die ganze Idee gefällt mir recht gut, dann das Spiel ein bisschen in eine klarere Linie. Läufer schlägt F6, muss wohl das Richtige sein. Jeden Fall. Sowieso sehe ich sonst keinen vernünftigen Zug. Okay, Läufer F6. Das habe ich auch schon gehabt in meiner Turnierpraxis. Ich muss jetzt mit dem Bauern zurückschlagen. Es gibt nichts anderes. Und ich muss natürlich meinem Läuferpaar vertrauen.
Er hat keinen schwarzfälligen Läufer. Gell, Schlechter 6? Ja, das war klar. Nun, ich möchte meinen Läufer von der F1 gerne später mal nach D3 ziehen. Aber momentan geht das noch nicht, weil mein Springer auf D4 dann angegriffen wäre. Das heißt, ich habe die Wahl, ihn entweder auf C6 abzutauschen oder ihn zunächst nach F3 zurückzuziehen. Das Letztere hat aber den Nachteil, wenn ich später mal F4, F5 ziehe, bekommt sein Springer das wunderschöne Feld E5. Also möchte ich doch lieber seinen Springer abtauschen, um diese Möglichkeit auszuschalten. Dann wird das Spiel auch ein bisschen übersichtlicher. Ich glaube, Figurentausch kann hier kaum schaden. Springer schlägt C6 gefällt mir eigentlich gut. Ja, Springer C6. Jetzt nachzudenken wäre idiotisch. Ich muss einfach Figuren zurücknehmen. Läufer schlägt C6. Nun, jetzt droht er mal mit B5, B4, wonach ich meinen Bauern auf E4 verlieren würde, weil mein Springer ja weggehen muss. Das bedeutet, ich sollte meinen Bauern auf E4 irgendwie decken. Der naheliegende Zug wäre zwar Läufer D3, aber damit E2, E1 ist viel trickreicher. Dann drohe ich den typischen sizilianischen Springerausfall mit Springer C3, D5. Und wenn er wegnimmt, könnte ich mit Schach wieder schlagen, weil meine Dame eben auf der E-Linie zusammen mit dem schwarzen König steht. Das sieht gut aus, Dame E1. Er spielt sehr recht trickreich und ich muss sehr vorsichtig sein. Er droht jetzt typische sizilianische Manöver mit Springer D5. Da muss ich sehr aufpassen. Besonders wenn jetzt Schwarz den Zug Dame D8 B6 machen würde, dann steht er nach Springer C3 D5 schon recht schlecht. Ich möchte eigentlich einen anderen Zug machen, meine schwerste Figur an die E-Linie stellen und dann muss ich alle seine Drohungen parieren. Ich habe den Zug auch analysiert und ich glaube, er ist gut. Dame E7 und ich lasse ihn denken. Seine Aufgabe ist auch nicht leicht. Dieser Zug sieht auf den ersten Blick ein bisschen überraschend aus, aber tatsächlich steht die Dame da ziemlich gut. Sie pariert sämtliche Drohungen auf der E-Linie. Ich habe nichts Konkretes. Jetzt sollte ich wohl meine Entwicklung vervollständigen. Läufer D3. Das ist guter Zug. Ja, was jetzt? Ich sehe, dass er möchte später mit Dame auf H4 kommen, Dame E1 H4, und ich möchte ihn ein bisschen stören da. Natürlich, ich muss wieder mit meinem König etwas später machen, aber ich bleibe für diese Partie auch Optimist. Ja, er will wirklich Dame H4 ziehen und das kann ihm seinen Plan ein bisschen verderben. Ich werde deswegen doch Turm H8 G8 machen. Der Zug ist gut. Er spielt sehr aktiv. Jetzt muss ich mich entscheiden. Der naheliegende Zug wäre G2, G3. Aber er gefällt mir nicht so, weil ich mit meiner Dame dann nicht mehr nach H4 kann. Und außerdem könnte er mich später selber mit H5, H4 aufrollen. Zug Turm G1 würde mir eigentlich besser gefallen. Damit behalte ich den Damenweg nach H4 offen und in einigen Varianten kann ich auch G2, G4 später spielen. Doch Turm G1 gefällt mir. Turm G1 muss wohl der richtige Zug sein. Das konnte ich auch ahnen. Wenn ich jetzt lange Rochade machen, dann habe ich ein bisschen Angst vor A2, A4 und dann ist sozusagen meine Bauernkette angebissen da. Das gefällt mir nicht. Ich werde zuerst mit dem Läufer spielen. Läufer C6, B7. Das gefällt mir mehr. Dann kann ich erst lange Rochade machen. Ja, der Zug ist richtig. Wieder ein guter Positionszug. Er bereitet offenbar die lange Rochade vor. Sofort lange Rochade wäre wirklich wegen A2, A4 nicht gut gewesen, denke ich. Jetzt kann ich seine lange Rochade sowieso nicht mehr verhindern. Also mache ich einen nützlichen Prophylaxezug. König C1 nach B1 bietet sich an. Das hat in vielen Varianten Vorteile, wenn mein König sicher in der Ecke steht. Ja, doch gut. Ein prophylaktischer Zug. Das kann ich natürlich auch. Jetzt muss ich meine Dame verbessern und auch damit die Möglichkeit dem Läufer vom F8 endlich geben, sich normal entwickeln. Also ich werde noch mit langer Rochade warten. Dame C7 gefällt mir. Das sollte auch in sizilianischer Verteidigung immer so sein, dass Dame auf C7 kommt. Ja, jetzt stehe ich vor einer schwierigen Entscheidung. Ich muss einen Plan fassen. Es ist wirklich gar nicht einfach. G2, G4 gefällt mir irgendwie.
Das hat vor allem den Vorteil, dass ich in vielen Varianten meinen Turm G1 nach G3 spielen kann und dann einige aktive Möglichkeiten auf der dritten Reihe habe. Außerdem bereitet der Zug eventuell späteres F4, F5 vor, doch G4. Schlau von ihm. Er will mit seinem Turm auf die dritte Reihe kommen und später, wenn diese dritte Reihe, die kann für ihn sehr wichtig sein. Da muss ich wieder vorsichtig sein, aber gleichzeitig Optimist bleiben. Wer man Sizilianisch spielt, spielt immer mit dem Feuer. Also ich mache Rochade jetzt. Das ist richtig. Wieder schwierig. Was soll ich jetzt tun? Ich hätte einen sehr aggressiven Zug hier, A2, A4. Er wäre aber auch sehr zweischneidig, weil Schwarz droht mit B5, B4 und nachfolgenden, wenn mein Springer weggeht, D6, D5, die Stellung für seine beiden Läufer zu öffnen, was für ihn recht vorteilhaft wäre. Das gefällt mir doch nicht so gut. Ich denke, ich sollte einen Prophylaxezug machen, A3. Der letzte Zug von Stefan Kindermann ist recht solide. Das ist ja immer so ein Abwägen zwischen Attacke und Sicherheitsdenken. Weiß hat unzweifelhaft mehr Raum mit seiner Bauernphalanx G4, F4, E4. Aber Schwarz hat so eine Auffangstellung errichtet mit seinen Bauern D6, E6, F6, F7 und denkt sich, lass ihn nur kommen, der läuft mir vielleicht ins offene Messer. Weiß steht also kompakter, aber es ist schwer, Einbruchspforten im schwarzen Lager auszumachen. Und Weiß ist also sicherlich gut beraten, hier kräftig, aber keinesfalls tollkühn zu spielen. Schauen wir, wie er jetzt Wladimir Hort als Schwarzer weiterspielt. Ich sehe, er hat Angst, sonst würde er A3, A4 spielen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich muss jetzt meinen König in Ordnung bringen, das heißt König C8, B8, auch ein typischer sizilianischer Zug. Ist noch immer nicht zu sehen, wie ich eigentlich fortsetzen soll. Ich sollte wohl meine ursprüngliche Idee aufgreifen, meinen Turm nach G3 zu stellen. Der kann dort in vielen Varianten sehr nützlich sein. Kann später nach C3 rüberschwenken oder auch sogar nach H3. Ja gut, Turm G3. Das kann eigentlich jeder. Ich kann meinen Turm auch verbessern, Turm D8, C8. Jetzt zwingt er mich schon wieder zu einer Entscheidung. Aber zu welcher? Ich sehe eigentlich auf lange Frist keinen anderen sinnvollen Plan, als F4, F5 mal zu spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, seine Bauernstruktur unter Druck zu setzen. Wenn er vorbeizieht oder nimmt, bekomme ich immer das starke Feld auf D5. Und sonst muss ich eben versuchen, auf der F-Linie allmählich Druck aufzubauen. Ja, F5. Der Zug ist stark. Er will meine Badewanne da auseinandernehmen. Diese Badewanne, das habe ich so gern, aber der Bauer E6 kann dann wirklich schwach werden. Natürlich, ich bekomme dafür eine Kompensation, und zwar im Felde E5. E5 gehört eigentlich hier ausschließlich dem Schwarz. Aber mit welcher Figur kann da Schwarz landen? Ich möchte natürlich dorthin mit dem Läufer landen, aber das ist unmöglich. Darüber kann man bloß träumen. Dann möchte ich da mit Turm kommen. Ich erinnere mich sogar an eine Partie von Kasparov, der da kam. Aber hier muss ich wahrscheinlich ganz gern sein, wenn da mit Dame kommen kann. Und zwar Dame C7, C5 und dann später vielleicht auf E5. Ich sehe keine bessere Möglichkeit hier für mich. Das Feld habe ich, damit muss ich zufrieden sein. Aber ich habe natürlich auch diese Schwäche, Dame C5. Das war bestimmt der beste Zug. Er hat jetzt ein sehr starkes Feld auf E5, das er zunächst mit der Dame besetzen kann. Der einzige richtige Plan für mich ist jetzt, meinen Springer über E2 nach F4 umzugruppieren, wo er Druck gegen E6 ausübt. Und er kann auch nach H5 weiterwandern und F6 angreifen. Vor allem kann der Schlechte das mit seinem E6-Bauern machen, denn immer wenn er vorbeizieht oder schlägt, bekommt er ein starkes Feld. Also Springer E2. Das konnte ich erwarten, aber das stört mich nicht. Warum nicht Dame F5? Das ist ein guter Zug. Das war zu befürchten. Jetzt geht natürlich Springer F4 zunächst nicht. Und ich glaube nicht, dass er droht E4 zu schlagen. Ich kann einfach Dame F2 ziehen. Jetzt aber Vorsicht. Er will manchmal mit Dame F2 zu B6 kommen. Und dann kann es mit meinem König nicht so gut gehen. Andererseits, ich brauche hier meine Figuren entwickeln und das heißt, dass mein Läufer ist überhaupt noch nicht gezogen. Dann warum nicht Läufer E7?
Dann kann ich meine Figuren schön umgruppieren. Das ist ein guter Zug. Läufer F8, E7 würde auch Karpov machen oder sogar Aljechin, wenn er am Leben wäre. Nun, das war wohl zu erwarten. Es ist offensichtlich, dass mein nächster Zug Springer F4 sein muss. Ich habe dann gewisse taktische Ideen. Ich kann später Turm nach E1 spielen und drohe dann in vielen Varianten Springer D5. Da, wenn Schwarz nimmt, die Dame auf E5 gefährdet sein kann. Auf jeden Fall habe ich keinen besseren Plan als Springer F4. Das muss es sein. Und jetzt habe ich Probleme. Ich muss natürlich das Feld G6 bewachen. Das kommt nach F schlägt E6, F schlägt E6. Da wäre es Gabel möglich, wenn mein Turm zieht. Also ich muss mit anderen Turm ziehen. Und zwar auf E-Linie, wo entscheidende Schlacht wird ausgekämpft. Turm C8, E8. Oh, sehr interessant. Man gibt einfach die C-Linie auf und konzentriert sich auf die E-Linie. Das verhindert auch meine ursprüngliche taktische Idee vermutlich. Na gut, ich glaube, ich muss irgendwann mal Turm E1 ziehen, um E4 zu decken. Ja, ich glaube, ich habe ihn langsam im Griff, weil er auch sehr wenig Zeit in dieser Partie hat. Ich war in unserer ersten Partie im Zeitnot, jetzt ist er. Ja, Läufer E7, D8 sieht sehr gut aus. Und dann kann ich auch den Druck ausüben. Ja, das gefällt mir. Ein hübscher Zug, Läufer D8. Beileibe nicht nur ein Verteidigungszug, nein, auch ein Angriffszug. Der langbeinige Läufer möchte allzu gerne jetzt auf die Diagonale B6, G1 kommen. Und kann da gewaltig wirken. Das schwarze Läuferpaar kann überhaupt dann sehr mächtig sein und dem Weißen sehr zu schaffen machen. Also ist es sicherlich nicht nur ein planloses Hin- und Herschieben im Lager des Schwarzen, sondern das Warten auf den entscheidenden Sprung. Und auch die E-Linie wird jetzt etwas demaskiert. Mal schauen, wie sich hier Stefan Kindermann dagegen zu helfen weiß. Sehr interessant. Allmählich wird der Druck in der E-Linie wirklich unangenehm. Auch der Läufer kann sehr stark werden. In der Zeit wird auch schon sehr knapp. Mein Turm auf E1 ist in vielen Varianten ungedeckt, wenn er auf F5 rausnimmt. Ich glaube, ich sollte ihn erstmal ganz sicher nach E2 stellen. Guter Zug. Ein Erwartungszug. Ein Wartungszug, aber was will ich jetzt? Will ich jetzt die Damen tauschen? Natürlich. Ich möchte auch die Diagonale haben. Und zwar Diagonale A7, G1. Das gehört doch zu mir, diese Diagonale. Der Läufer, der träumt auch über das Feld E5. Also die E-Linie, Dame C5 ist gut. Damentausch könnte mir gar nicht gefallen. Wenn ich nämlich die Dame wegnehme, nimmt er einen Bauern zurück. Und dann hat plötzlich eine neue Diagonale mittels Läufer C7, die sehr unangenehm ist. Also, ich muss die Dame wegziehen, Dame F3. Ja, bestimmt nicht der beste Zug, weil er kommt eigentlich unter den Rägen. Meine Diagonale, Läufer B7, AH1, da gibt es schon Wirkung, die Dame steht auch dabei. Manchmal kann ich E schlägt F5 sogar nehmen, aber ich möchte auch noch meine Königsstellung verbessern. Warum nicht König A7? Der König ist weg, das ist gut. Was ist das? Psychologisch sehr unangenehm. Jetzt muss ich wieder einen Plan finden. Vielleicht, ja, der Zug C2, C3 sieht ganz gut aus. Dann kann ich nämlich meinen Läufer über C2 nach B3 bringen später. Und von B3 wird der Läufer starken Druck gegen E6 ausüben. Außerdem sichert C3 meine Königsstellung und ja, hat einiges für sich. Gut, C3. Er hat sehr wenig Zeit und er macht keine Fehler. Ich träume natürlich, dass wird man einmal die Stellung öffnen können. Ja, ich träume darüber, ich träume über die Diagonale, über die Diagonalen für meine beiden Läufe. Aber auch die E-Linie ist sehr wichtig. Eigentlich, ich sehe keine Möglichkeit, als E schlägt F5 einmal. Aber dazu muss ich zuerst die Türme verdoppeln. Ich werde Turm E8, E7 spielen. Die E-Linie ist sehr wichtig und da muss ich die Partie irgendwie entscheiden. Turm E8, E7. Ich möchte die Partie unbedingt gewinnen, aber ist schwierig. Ich werde wirklich nervös, allmählich. Der Dame steht auch dumm auf F3.
Rot auf f5 wegzunehmen und ich kann nicht mit dem E-Bauer nehmen, weil die Dame hängt. Besser mal schnell weg, Dame nach f1 zurück, da steht sie besser. Dame f1. Wieder ein vernünftiger Zug. Er hat begriffen, dass da hat die Dame an die lange Diagonale keine, an der lange Diagonale keine Zukunft. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was soll man tun? Aber ich möchte doch die Türme verdoppeln und dann das Spiel öffnen. Wenn er lässt mir noch ein Tempo, ein Augenblick Zeit, brauche ich noch ein bisschen Zeit. Turm G8, E8 ist bestimmt gut. Oh, sehr unangenehm. Der Druck in der E-Linie und meine knappe Zeit, wirklich scheußlich. Ich muss schnell was machen. Springer H5 muss wohl der richtige Zug sein. Dann greife ich wenigstens F6 an und wahrscheinlich muss er den Turm E7 wegziehen, damit der Läufer D8 F6 deckt. Auf jeden Fall, ich muss eine Entscheidung treffen, sonst verliere ich auf Zeit. Also Springer H5. Er macht weiterhin vernünftige Züge. Der Zug ist wirklich aktiv, aber gut. Jetzt kann ich nicht meine Pläne auf der E-Linie weiter durchsetzen. Ja, was soll ich tun? Ich brauche diese Partie unbedingt zu gewinnen. Aber wie? Man muss dazu immer zuerst die Stellung haben und da habe ich es. Ich glaube nicht. Ich glaube mehr, dass in der Stellung gibt es ein Gleichgewicht. Er hat den richtigen Zug gemacht und ich stehe vor der Frage to be or not to be. Das heißt, mein Turm muss ziehen von E7, damit Bauer F6 gedeckt wird. Wohin aber? Turm D7 oder Turm C7, das steht die Frage. Ich muss die Partie unbedingt gewinnen, um noch die Chancen auf den ersten Platz in der Gruppe haben, aber ich weiß es wirklich nicht, ich möchte auch mehr 10 Minuten haben. Ja, was soll ich jetzt tun? Man muss nach Intuition handeln. Turm E7, D7. Jetzt nur schnell und nichts anstellen dabei. Läufer C2. Wie kann ich ihn jetzt packen? Ja, ich glaube, ich muss wirklich jetzt das Spiel öffnen. Jetzt kommt mein Moment. Jetzt kommt Moment, wo muss ich das Spiel öffnen. D6, D5, das gefällt mir sehr viel. Hilfe, jetzt wird's kritisch. Was nun? Jetzt sehe ich eine Idee. Ich muss Springer G7 ziehen. Dann greife ich seinen Turm E8 an. Und E6 hängt auch. Dann muss er wahrscheinlich mit Turm E8 nach E7. Und dann kann ich einfach wieder zurückgehen, weil ein F6 wieder ungedeckt ist. Wahrscheinlich reicht es für Remis. Ich kann kaum mehr erwarten mit weniger als einer Minute auf der Uhr. Und kritische Stellung. Doch, also, ich muss es tun. Springer G7. Tja, er hat seine letzte Zeit verbraucht fast und er spielt immer gut. Jetzt bedauere ich, dass ich nicht Turm E7, C7 gezogen habe. Es war doch besser. Und zwar, ich kann jetzt nicht Turm E8, G8 ziehen. Weil da nimmt er mit einem Schlag auf andere Turm F5, schlägt E6 den Bauer und ich stehe wirklich auf Verlust. Und ich weiß noch, dass Stefan sehr gut in Zeitnot ist. Er spielt eigentlich sehr gut in Zeitnotphasen. Und ich glaube auch, dass im Stellung das Gleichgewicht ist und er hat das auch schon begriffen. Er hat wenig Zeit und ich möchte gewinnen, aber ich sehe keinen anderen Zug als Turm E8, E7. Da gibt es wirklich nichts anderes. Ja, ich muss den Zug machen. Ja, und auch wieder zurück. Was sonst? Springer H5. Ah ja, jetzt ist klar. Das ist das Ende von meinem Traum. Er greift wieder F6 an. Und ich muss den Bauern decken. Leider, ich habe keine Zeit zum E schlägt F5 oder zum D5 schlägt F4, weil dann nach Springer H5 schlägt F6 kann ich die Partie noch verlieren. Ich sehe wirklich keinen anderen Ausweg. Vielleicht wird er noch einen anderen Zug machen. Ja, Turm E7, E8 scheint mir richtig zu sein. Und schwupp, Springer G7. Ja, das sieht sehr unangenehm. Was jetzt? Ich will gewinnen. Turm E7. Schwupp, Springer H5. Und zurück, Turm E8. Es ging jetzt zum Schluss wahrhaft wie die Feuerwehr, da kann ein Normalsterblicher kaum noch mitkommen. Aber was ging eigentlich wirklich vor sich? Hier hat also der Springer G7 den Turm E8 angegriffen und der sah eben keine andere Möglichkeit, als nach E7 auszuweichen und sich vor dem Springerangriff zu retten. Und der Springer geht jetzt einfach nach H5 zurück.
Stefan Kindermann als Weißer war natürlich heilfroh über diesen Ausweg. Er hatte eine knappe Minute noch auf der Uhr für 10 Züge, also eine schreckliche Zeit, und selbst für seine Begriffe, der nun wirklich einiges gewohnt ist, und war heilfroh, hier eben mit dem Springer H5 wiederum den Bauern F6 anzugreifen. Und für Wlastimil Hort gibt es eben keine andere Deckung dieses doch sehr, sehr wichtigen Bauern F6, als mit dem Turm E7 wieder nach E8 zurückzugehen. Und diese Stellung haben beide Spieler insgesamt dreimal wiederholt, und dann kann Remis durch Zugwiederholung reklamiert werden, denn es könnte ewig so weitergehen. Und es ist ganz klar, dass Spieler von solchem Rang das nicht tun. Und beide waren, glaube ich, auch in diesem Moment recht zufrieden mit dem Ergebnis. Denn eher scheint Schwarz jetzt doch in gewisser Schwierigkeit zu sein, obwohl man auch nichts Entscheidendes für Weiß sieht. Und Weiß natürlich kann allein aufgrund seiner prekären Zeit heilfroh sein, so das Remis erreicht zu haben und so auch seine Chancen auf den ersten Platz in der Gruppe gewahrt zu haben. Ja, Wlastimil, Friedensschluss. Du hast also wieder nur Remis erreicht und damit praktisch alle Chancen auf die Finalteilnahme eingebüßt. Wie geht's dir denn jetzt? Nein, ich habe noch nicht meine Chancen auf Finale angebüßt, weil ich spiele morgen noch mit Garcia, und wenn ich gewinne beide Partien, dann bin ich sicher im Finale. Also, aber natürlich, ich glaubte, dass ich kann schon mit dieser Partie einen Fortschritt machen. Aber wie du weißt, es ist hier vollkommen egal, ob man ist Zweiter oder Vierter, weil man spielt hier wirklich um ins Finale zu kommen, nicht? Also sonst, ich glaube, dass die Partie war viel besser als die erste Partie, die wir gespielt haben, und ich muss bloß sagen, dass die Partie ist auch bestimmt theoretisch interessant. Also recht niedergeschlagen wirkst du eigentlich trotz alledem nicht. Wie fühlst du dich denn eigentlich insgesamt in Deutschland, wo du jetzt seit Jahren ansässig bist? Ja, ich bin ein Porzer, wie du weißt, und wir haben schon auch ein paar Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen, natürlich nicht im letzten Jahr, aber ich glaube, dass ich habe doch irgendwie eine nützliche Arbeit da geleistet, und ich habe geholfen, gerade diese Generationsbrücke vielleicht auch ein bisschen, habe ich geholfen, das zu irgendwie zu verbessern, diese Lage, die jetzt im deutschen Schach ist. Also die Generationsbrücke auch für die jungen deutschen Spieler, wie eben gerade Stefan Kindermann. Stefan Kindermann, du gehörst ja also auch zum jetzigen deutschen Meister Bayern München. Kannst du darüber was sagen? Ja, immerhin warst du an unserem deutschen Meister auch nicht gerade unbeteiligt. Das ist unser erstes Brett. Und wie du weißt, ist die Harmonie in unserer Mannschaft wirklich sehr gut, und das hat viel dazu beigetragen. Denn eigentlich, von der Papierform her, waren ja Solingen oder Potts wohl favorisiert, eventuell auch Frankfurt. Aber dadurch, dass bei uns alles wirklich gut gelaufen ist, ist es zu diesem wirklich sehr erfreulichen Resultat gekommen. Also dann hoffe ich gemeinsam mit Stefan wohl, dass es weiterhin so laufen wird. Das nächste Mal kommen wir aber erst zur Paarung der Gruppe A zwischen dem Australier Rogers und dem Neuseeländer Chandler. Bis dahin auf Wiedersehen.